Mist. Das könnte lustig werden. Jawohl. Haben wir noch welche? Wenn wir da? Mist. Mist, damit geht's irgendwie nicht. Damit auch nicht. Ah, aber damit. Okay, so. Oh. So, da könnten wir jetzt rüber springen, ne? Ja, genau so. So, dann schauen wir mal. So. Haben wir hier noch irgendwas mehr, ne? Ich denke nicht. Okay, das scheint beweglich zu sein. Lara? Waffen weg! Mensch. Oh, Backe. Hab aufgepasst. Huch. Ey, war gerade ein Artefakt oder so? Hm, komisch. Ah. Das war ein klein wenig zu schlecht getimt. Ich habe gedacht, die springt sofort, aber die ist erst ein bisschen runtergegangen und da hat das zeitlich nicht mehr gepasst. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo muss ich denn hier überhaupt lang? Ja, ich denke mal hier lang. Warum hat sie denn das Seil nochmal geworfen? Ich wollte doch abbrechen, nicht nochmal werfen. Ja, aus der Kamera sieht das aber auch schwer zu sehen, wenn man an der Stange ist und wenn nicht. Ah, ich denke, ich krieg's jetzt hin. Oder auch nicht.
Verzwickte Stelle ist das da. Also ich muss doch länger gedrückt halten, damit sie höher springt. Das ist... Okay. Puh. Schwieriges Unterfangen. Schwieriger, wie es vielleicht aussieht. Geschafft ist geschafft. Was haben wir denn hier? Sieht irgendwie nach einem Bosskampf aus. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist. Aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich hab's gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paradies, so. Ich hab mir einiges beigebracht. Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe auch uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Na, supi. Aktivieren Sie das Experiment erneut, um den Knopf zu erreichen und verteidigen Sie sich dabei gegen das. Ja. Den Knauf, was für ein Knauf? Ich glaube, ich muss erst irgendwas anderes noch machen. Okay. Weg, lauf doch, Duckung. Ja, das, genau das. Ah ja, okay. Da ist es. Das Schwertfragment. Da oben. Sid, wie kriege ich das verdammte Ding da raus? Ich, keine Ahnung. Ich weiß ein bisschen was über die Tesla-Technologie, aber dieser Ort hier ist mir ein Rätsel. Die Schalter sind alle aktiviert, ne? Ja. Das Ding kann man auch. Die Kugel da kann man auch bewegen, okay. Ah.
können wir das Wesen wahrscheinlich schädigen, oder? Ab da, ab in den Strudel da. Das kriegt gar keinen Schaden, das Vieh. Das ist komisch. Hallo? So, und jetzt? Blick hier gerade überhaupt gar nicht durch. Auf jeden Fall war das ja irgendwie schon mal richtig, was wir da gemacht haben. Ist das Schwert jetzt frei? Ne, oder? Ne. Hm. Was muss ich denn jetzt hier machen eigentlich? Es wäre ja schön zu wissen, was wir hier machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann irgendwie nur die Dinger hier. Können wir dich überhaupt abschießen? Nein, ne? Ja. Hätte mich auch gewundert. Ja, keine Ahnung, was zum Geier muss ich hier machen? Hm. Die Dinger sind unter Strom, außer das da hinten. Warum auch immer. Ja, das ist unter Strom. Das da ist unter Strom. Die sind alle unter Strom, ne? Ja. Hm. Tja, keine Ahnung. Ich bin echt ratlos. Wäre ja schön, wenn hier mal eine richtige Erklärung kommen würde, was man denn hier machen muss, ne? Also, das ist ja hier alles ein bisschen so. Aktivieren Sie die Tesla-Experiment erneut. Ich kontrolliere es nicht. Ich entfessle es. Den Knopf zu erreichen. Alles in seinem Weg. Verteidigen Sie sich dabei gegen das unbekannte Wesen. Also, Knopf, was für ein Knopf. Achso, ich muss ja erst. Ich muss ja erst die Dinger wieder hier in Gang setzen. Ah, je. Ja. Lauf direkt mal in diese Bombe da oder was das dann so rein. Das war schon mal verkehrt.
Das war, glaube ich, auch verkehrt. Also, erst hier dran. Wie, das war es auch nicht? Dann wohl hier. Da ist es. Das Schildfragment. Da oben. Sid, wie kriege ich das verdammte Ding da raus? Ah, ich glaube... Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Mann, ey, Fatzke, lass mich mal in Ruhe, ey. Blödes Vieh hier. Ah, es ist weg. Aber was muss ich jetzt hier machen? Verdammt nochmal. Ne. Geht nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen soll. Das würde ich wohl im Internet nachgucken oder so, wenn das hier nicht... Na, als wäre es nicht schon schwer genug, haben wir hier die ganze Zeit das blöde Vieh um die Ohren. Mich doch, ey, ich drück mir hier einen Wolf, ey. Kann ja auch nicht gedrückt halten. Tut schon die Finger weh. Das haben sie mal richtig beschissen gemacht, den muss ich leider echt mal so sagen. Das ist einfach nur Kacke hier.
Das Vieh hätten sie auf jeden Fall weglassen können. Oder mal eine vernünftige Erklärung hätten sie noch machen können. Hier setzt sich alles unter Strom, aber irgendwie passiert überhaupt nichts. Das soll mal einer verstehen. Ich bin ja jetzt nicht Nikolai Tesla, deswegen. Mal ab jetzt hier, ey, und bleib mal ruhig. So. Drecksvieh. Ah, jetzt ist oben frei, so wie ich das sehe. Ah, na endlich. Boah. Alter, ich weiß nicht. So, das hätten wir erstmal geschafft. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Ja, kennen wir ja. Okay. 1,5 Stunden haben wir für Kasachstan gebraucht. England. Weiter. Boah, das mit dem Tesla, also ganz ehrlich, ohne Worte. Zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. So. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden, oder hier war seit Monaten niemand mehr. Ja, ich würde eher Letzteres tippen. Aber ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden, liebe Freunde. Wir sind jetzt wieder in England, das heißt in unser Heimatland quasi. Bin ich mal gespannt, was wir hier noch so finden werden. Ich vermute ja mal, dass hier auch wieder Gegner sind, also dass sie uns schon wieder einen Schritt voraus sind. Aber das sehen wir erst in der nächsten Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare oder lasst mir ein Abo da. Ansonsten werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Werde mir mal was zu essen machen. Ich habe nämlich Hunger. Und ja, das mit Tesla da, das hat jetzt doch ein bisschen an den Nerv gezogen bei mir. Ich denke mal, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es natürlich beim ersten Versuch direkt geschafft. Aber wenn man das nicht weiß, dann, ne? Aber gut. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage bis dahin.